Schatz. Und nur seine Tochter Sarah kannte den geheimen Platz. Sie schrieb den Weg in Rätseln nieder, doch wer schlau und mutig ist, wird entdecken, dass der Schatz hier liegt im Haus von Anubis. Ein Geheimnis, tausend Fragen, das ist das Haus Anubis. Rätselhaft an allen Tagen, das ist das Haus Anubis. Komm und trau dich, finde raus, was hier geschehen ist. Hier im Haus Anubis. Wow, 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 wow. Sie tauchen ja auf wie Dracula. Das Geld. Das Geld, ja. 500, oder? Netter Versuch. 1000, mein Kleiner. Als Wahrsager müssten Sie doch wissen, ob die echt sind oder nicht. Sieh ein schwarzes Herz. Lassen Sie mich los! Und du kriegst Probleme, große Probleme. Die Weissagung geht aufs Haus. Kriegst du völlig gratis. Meine Idee hat noch gar nichts vorbereitet. Ja. Wie kriegst du sie? Ja, was ist das denn? Wo ist Delia? Also, so geht das doch nicht. Der Stand, der sieht doch unmöglich aus. Oh. Kommt bestimmt gleich noch was. Hello! Excuse me, please. Silenzio! Ruhe, Ruhe! Dein Stand ist noch leer. Melius Homo Vincat. Möge die Bessere gewinnen. T-Shirts für jeden, der für Delia stimmt. Ein super schickes T-Shirt für alle Fans von Delia. Delia for President! Sehr gut. Hier geht etwas Seltsames vor sich, Corvus. War wohl wieder die Schlangenbrut am Werk. Aber wir kommen schon noch dahinter. Wir kommen immer dahinter. Gratis Cowboyhüte. Noch eine Tasse Tee? Nein, nein, danke, aber das ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Geschmack, nicht wahr? Delia, für mehr Style auf der Welt. Du bist wirklich ein Original. Finden Sie? Ja, du bist geboren dafür. Ich bin so stolz auf dich. Gehe ich zu Herrn Altrichter und sage ihm, dass ich aussteige. Ich kann sowieso nicht mehr gewinnen. Aber warum das denn? Hey, okay, Delia hat heute eine gute Show abgezogen. Aber das kannst du doch auch. Kann ich nicht. Siehst du das denn nicht? Delia hat das Geld dafür. Das Einzige, was ich habe, sind ein paar dämliche Puppen aus dem Ökoladen. Hey, ich will dir auch nur helfen, okay? Ja, danke, Kaya. Super. Damit es mir alleine noch mieser geht. Bitte? Hau ab! Geh zu deiner Delia. Ja, genau. Tschüss, Mara. Auf Nimmerwiedersehen!
Was denn? Weil du großen Mut bewiesen hast, hat der Club der Alten Weide beschlossen, dich als neues Mitglied aufzunehmen. Echt? Leg deine linke Hand hier drauf und sprich mir nach. Ich, Felix Gaber. Ich, Felix Gaber. Schwöre hiermit dem Club der Alten Weide ewige Treue. Schwöre hiermit dem Club der Alten Weide ewige Treue. Ich schwöre feierlich, niemandem davon zu erzählen. Ich schwöre feierlich, niemandem davon zu erzählen. Und ich verspreche, allen Mitgliedern des Clubs bei der Suche nach dem Schatz beizustehen. Und ich verspreche, allen Mitgliedern des Clubs bei der Suche nach dem Schatz beizustehen. Auf mein eigenes Blut. Auf mein eigenes Blut. Delia? Hiermit bist du nun offiziell das fünfte Mitglied des Clubs der Alten Weide. Sibuna! 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 Yo! Was hast denn du da an? Hat das Stil oder hat das Stil? €895. Bist du verrückt geworden? Hey, das ist erstklassige italienische Ware. Und das Geld hast du sicher auch aus deinem Gewinn an der Börse. Wen hast du beklaut, Magnus? Niemanden. Ich habe ein bisschen Geld geerbt von einer Tante. Eine Tante? Davon wusste ich ja gar nichts. Ich auch nicht. Sie wohnte ziemlich weit weg. Entfernte Verwandtschaft sozusagen. Mein Beileid. Danke. Wo bist du eigentlich gewesen? Ich in der Schule. Ich hatte was zu tun. Ich musste Delia mit ihrem Stand helfen. So spät noch? Ich werde mir eine schöne Strafe ausdenken für jeden, der sein Gesicht auf diesem Band hinterlassen hat. Aber ich hab doch... Das kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Victor, ist alles in Ordnung? Nein, meine Kamera ist kaputt. Jemand hat dran rumgespielt. Ach, schau mal hier, Victor, hier, das Kabel. Ja, Mäuse, Victor, Mäuse. Du weißt doch, dass die alles anfressen. Dafür habe ich so viel Geld ausgegeben, eine ehemalige Maus, und alles ist kaputt. Das ist eine Katastrophe. Victor, beruhige dich. Das bringt doch gar nichts, wenn du dich so aufregst. Ich rege mich nicht auf. Ach. Tschüss. Hast du gesehen, wie alle meine T-Shirts haben wollten? Und ich habe sogar Autogramme verteilt. Das war echt der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Oh. Was ist denn mit ihr los? Anscheinend hat der Petkovic sie geküsst. Auf die Wange. Er sieht so gut aus. Er ist dein Lehrer. Na und? Wir sind schon 10 Jahre. Mein Vater hat eine Beziehung mit einer Frau, die ist 20 Jahre jünger. Herr Petkovic und ich gehören zusammen. Das kann ich spüren. Luca. Hast du schon was herausgefunden? Es geht um Planeten. Weiter komme ich nicht. Ich bin zu müde. Ich mache morgen weiter. Was soll ich denn damit? Unter deine Matratze legen, wie immer. Ich kann echt nicht verstehen, wie du daraus schlau wirst. Wir haben alle so unsere Qualitäten. Gute Nacht. Gute Nacht. Schatz, das Rätsel. Felix, was ist das Rätsel?
geschworen. Mit Blut vor dem Club. Blut? Welcher Club? Draußen läuft ein Schaf. Süß. Felix. Meinen Sie das echt, Herr Petkovic? Nina? Nina? Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Was ist los? Sei auf der Hut. Du kannst nicht jedem blind vertrauen. Sonst bleibt der Schatz verborgen. Und der Fluch kann niemals ruhen. Merk es dir gut und gib nicht auf. Tut mir leid.